Die Arktis. Eine eisige, eine ewige Welt. So dachte man früher. Aber die Zeiten ändern sich. Ellesmere Island im hohen Norden Kanadas. Bislang war dieser Küstenstreifen mit Gletschereis bedeckt. Doch die Gletscher schmelzen und geben eine neue Küste frei. Für sie leben wir in einer Eiszeit, die langsam zu Ende geht. An einem Berg hat Steve Grasby ungewöhnlichen Bewuchs entdeckt, den er heute untersuchen will. Der Bewuchs verrät eine Süßwasserquelle, die nördlichste der Welt. Der Boden ist gefroren und taut auch im Sommer nur an der Oberfläche auf. Wie kann da eine Quelle sprudeln? Wir finden jetzt des Öfteren Quellen hier oben. Wir messen ihre Wassertemperatur und zeichnen sie auf, auch im Winter. So haben wir festgestellt, dass die Quellen den ganzen Winter überfließen. In dieser arktischen Ecke gibt es also Grundwasser. Das war bisher unvorstellbar. Es ist fantastisch, so etwas zu entdecken. Ice Spring, wie die Forscher die Quelle nennen, fließt im Winter bei minus 40 Grad. Ihr Wasser ist dann immer noch 6 Grad warm. John, der Mikrobiologe, hofft, an diesem wundersamen Ort praktischen Nutzen für sein Fachgebiet herauszuholen. Sein Traum wäre, Grundlagen für einen neuen Impfstoff zu entdecken. Viele Errungenschaften der Menschheit basieren auf zufälligen Entdeckungen. Bei der Suche nach Ressourcen geht es beileibe nicht nur um Öl und Gas. Die letzte Aufnahme vor dem Rückflug ist ein Wärmebild der Eisquelle. Es ist ein gigantisches Puzzle. Die Öffnung des arktischen Ozeans ist eines der letzten Rätsel der Plattentektonik auf der Erde. Etwas, was wir bisher nicht lösen konnten, weil ein Großteil des Ozeans unzugänglich war. Wir konnten bisher nicht untersuchen, was unter dem arktischen Eis liegt. Die Geschichten der Steine faszinieren auch Victoria Pease. Die amerikanische Vulkanologin arbeitet immer wieder mit der Industrie zusammen, die ihre Grundlagenforschung zur Plattentektonik mitfinanziert. Seit 20 Jahren erkundet sie die Arktis für die Universität Stockholm, hier im Team mit einem Geologen aus Neufundland. Die Arktis bietet der Wirtschaft in Zeiten der Erderwärmung und Eisschmelze viel Potenzial. Nicht nur für die Ölindustrie, sondern auch für Branchen wie Fischerei, Schifffahrt, Transport oder Bergbau. Sie alle sind sehr daran interessiert, Zugang zur Arktis zu bekommen. Das ist ein neues Gebiet mit unbekannten Schätzen und Möglichkeiten, um Geld zu verdienen, wenn das Eis der Arktis geschmolzen ist. Neben den Rohstoffen sind die neuen Transportrouten über den Nordpol interessant, die sich zwischen Asien und Europa öffnen. Hier im hohen Norden taucht immer wieder eine Großmacht auf, die strategische Interessen verfolgt. China. China muss in Zukunft eine eigene Rolle in der Arktis spielen. Wir unterstützen Frieden, stabile Verhältnisse und eine nachhaltige Entwicklung der Region.
Die chinesische Regierung hat in ihrem Weißbuch zur Arktis eine neue Seidenroute über den Nordpol angekündigt. Die Seewege im Norden werden für den Handel jetzt nutzbar, sobald das arktische Eis abgeschmolzen ist. Die neue polare Seitenstraße der Chinesen soll von Asien aus über den Nordpol nach Europa führen. Bisher verlief die Route südlich über Indien, durch den Suezkanal und das Mittelmeer. Sie erfordert mindestens 20% mehr Transportzeit, das heißt rund 2 Wochen. China folgt mit seiner Arktispolitik nach Ansicht westlicher Strategen einem wohlbekannten Expansionsmuster, bei dem es nicht nur um günstige Schiffstarife geht. The growing Chinese middle class. Die Mittelschicht in China wächst und schreit geradezu nach Ressourcen, egal woher, die Arktis eingeschlossen. Chinas Ressourcenhunger ist derselbe wie in Südamerika oder Afrika. Und wir sehen, dass China Positionen besetzt, wo die Vereinigten Staaten nicht vertreten sind oder rausgehen. Dort geht China rein, und das passiert gerade in der Arktis. Am Nachmittag holt der Hubschrauber in Nunavut die Vulkanologin Victoria Peace und ihre Steinbeutel ab. Wo ihre gesammelten Erkenntnisse am Ende landen, ob in Europa, Kanada oder in China, können die Forscher nicht kontrollieren. Und wollen es manchmal auch nicht so genau wissen. Ich analysiere, wie Gesteine entstehen. Was die Industrie damit macht, liegt nicht in meiner Hand. Andere werden gerne zugreifen. Im Lager hat jeder Forscher ein Zelt mit Schlafsack, aber keinen eigenen Campingkocher. Wer sich waschen will, geht in den Bach. Für die meisten hier trotzdem der schönste Außendienst der Welt. Zweimal am Tag muss ich die Expedition in Resolute Bay melden, der nächsten Siedlung, 800 Kilometer entfernt. Everybody is fine and we have no traffic. Die neue Welt der Arktis nach dem Eis zu erschließen, ist mühsame Kleinarbeit und kostet Millionen. Ob die Mühen und das viele Geld gut investiert sind, wird sich noch herausstellen. Aber wer langfristig denkt, hat wohl keine andere Wahl, als sich auf solche Unternehmungen einzulassen. Das ist noch aus dem Franklin. Bei der Bundesanstalt BGR in Hannover werden die Steine ein halbes Jahr nach dem Einpacken unter die Lupe genommen. Sie sollen den Geologen ihre gespeicherten Geheimnisse preisgeben. Bis es aber soweit ist, werden noch Jahre vergehen. Jeder Stein wird geöffnet, um ein 30 Mikron dickes Stück für das Mikroskop herauszuschneiden. 30 Mikron sind dünner als ein Blatt Papier. Man kann durch dieses Gesteinsstück jetzt durchschauen und es ist dünner als ein Haar, also so kann man sich das vorstellen. Das machen wir deshalb, weil wir in die Gesteine hineinschauen wollen und mit Hilfe der lichtoptischen Eigenschaften, also sprich, wie fällt das Licht durch die unterschiedlichen Minerale durch, was passiert da, welche Wechselwirkungen gibt es da, können wir die einzelnen Minerale identifizieren. Einheimische sind in Nunavut nur als Hilfskräfte dabei.
In den Augen der Inuit von Resolute Bay sind Forscher, die ihr Land vermessen, Fremde wie eh und je. Mit einem Unterschied. Das, was diese Fremden heute finden, könnte auch die Zukunft der Inuit verändern. Zum ersten Mal in ihrer jüngeren Geschichte sehen viele von ihnen eine Möglichkeit, ohne Bevormundung leben zu können. Dank der Chancen, die das geschmolzene Eis eröffnet. Die Inuit sind ein Volk, das sich härtesten Klimabedingungen anpassen konnte. Doch keiner von ihnen will mehr in primitiven Erdwohnungen leben und nur das essen, was die Natur vor Ort liefert, inklusive Hunger und Not, die den früheren Generationen der Inuit bestens vertraut waren. Kilometer weiter südöstlich setzen auch die Inuit in Grönland ihre Hoffnungen auf den Klimawandel. Die arktische Insel gehört seit über 200 Jahren zum dänischen Königreich und hängt wirtschaftlich am Tropf der Dänen. Das soll sich nun ändern. Der Klimawandel kommt da gerade recht. In Grönlands Hauptstadt Nuuk wird gebaut, was das Zeug hält. Die Regierung will ihr Land aus der Abhängigkeit von Dänemark lösen und einen eigenen Anschluss zur westlichen Welt finden. Wir wollen unsere Wirtschaft breiter aufstellen und neue Geldquellen für unser Land erschließen. In Zukunft werden wir von den Bodenschätzen leben, auch vom Tourismus und anderen Sparten, die wir herholen. Dann sind wir auch weniger abhängig vom Fisch, falls es mit der Fischerei mal nicht mehr laufen sollte. Noch schwimmt die wichtigste Ressource des Landes im Meer. Grönland ist mit reichen Fischvorkommen gesegnet und versorgt die halbe Welt damit. Um seine Fischer zu schützen, trat das Land aus der Europäischen Union aus. Doch leben kann es von seinem Reichtum nicht. In Nuuk wird ein Teil des Fangs angelandet. Malik Olsen arbeitet für Royal Greenland, den wichtigsten Fischereibetrieb des Landes. Die Zentrale liegt zwar in der grönländischen Hauptstadt, aber wesentliche Teile des Geschäfts werden über Dänemark abgewickelt. Unser Exportschlager sind die Shrimps. Sie bringen viel auf dem internationalen Markt. Und es ist gut, sie zu haben im Moment. Unsere wichtigsten Lieferanten sind Fischer vor Ort, entlang der Küsten. Ungefähr 3000 liefern uns den Fisch in die Fabriken. Außerdem haben wir eine Menge Trawler draußen auf hoher See. Dieser Trawler hat nach 2 Wochen auf dem Meer festgemacht. Malik Olsen lässt sich vom Kapitän über den Fang berichten. 250 Tonnen wurden in stürmischer See gefangen und gleich auf dem Schiff tiefgefroren. In den Kühldecks arbeiten die Seeleute bei minus 25 Grad. Jeder Sack enthält 30 Kilo Kabeljau. Die Klimaveränderung bekommt auch der Fisch zu spüren. Und wie lange er sich in der Arktis wohlfühlt, ist unsicher. Im Moment profitiert Grönland von wachsenden Vorkommen dank des Klimawandels. Doch die Fische wandern. Und es gibt Warnungen, dass zu viel gefangen wird. Malik Olsen hat selbst erlebt, wie schnell ein wichtiger Fisch verschwinden kann. Der Kabeljau ist so eine Fischart, die schon mal weg war. In den 1980ern fingen wir noch große Mengen, dann plötzlich gar nichts mehr.
Er verschwand für über 20 Jahre. Und erst vor einigen Jahren kam er zurück. Royal Greenland fängt den besten Kabeljau heute in Küstennähe. Mit neuen Methoden, um eine höhere Qualität zu erreichen. Jeder Fang wird von den Fischern zu einem Mutterschiff gebracht und nach Größe aussortiert. Zu kleine Fische, die noch nicht ausgewachsen sind, rutschen zurück ins Meer. Dann erst verarbeiten wir den Fisch, und zwar sehr schnell. Der Fisch bleibt so frisch. Der ganze Prozess dauert höchstens 2 Stunden. Nach dem Entladen geht es für den Trawler sofort zurück auf die hohe See. Die Märkte sind hungrig. Absatzzahlen und Preise steigen. Doch egal, wie viel Fisch Grönlands Meere auch hergeben, die Gewinne aus dem Fischfang reichen nicht aus, um die notwendigen Investitionen auf der Insel zu finanzieren. Grönland kann heute nicht alleine von der Fischerei leben. Wir brauchen neue Geschäftsfelder. Unsere Politiker versprechen sich im Moment viel vom Tourismus. Wir müssen einiges entwickeln, damit unsere Wirtschaft wachsen kann. Grönland ist das am meisten abgelegene und exklusivste Reiseziel Europas. Nicht aufgrund von Luxushotels oder Wellness-Oasen, sondern allein wegen seiner Schönheit. Ein Sehnsuchtsziel, vor allem für Leute, die die Welt schon gesehen haben. Wer Abenteuer sucht, wird hier fündig. Die Spuren der Wikinger. Das Licht der Polarnächte. Eine ursprüngliche Wildnis wie in Afrika, in der sich Rentiere und Moschusochsen noch über große Strecken frei bewegen. Doch Grönland muss man sich leisten können. Hohe Preise schrecken viele ab. Die Infrastruktur ist zurückgeblieben. In der Hauptstadt Nuuk können nur Kleinflugzeuge landen. Für einen Airbus wäre die Startbahn zu kurz. Das soll sich nun ändern, dank ausländischer Geldgeber. Die grönländische Regierung reiste sogar mehrfach nach China, um für Investitionen zu werben. Ich fürchte China nicht. Dort gibt es gute Märkte für Rohstoffe, Metalle und Mineralien. Das Land ist überhaupt ein wichtiger Investor. Was bei den Bodenschätzen schon funktioniert, wurde bei den Flughäfen allerdings durch ein dänisches Veto im September 2018 verhindert. China darf sich nicht beteiligen. Stattdessen soll nun eine dänische Firma den Auftrag für 3 neue Flughäfen in Grönland erhalten. Ob mit chinesischer oder dänischer Hilfe, sie werden dringend gebraucht. Die Logistik ist schwierig. Grönland ist weit weg von Europa und Nordamerika. Eine riesige Insel, die größte der Welt. Weite Entfernungen. Und die Natur fordert uns auch heraus mit schlechtem Wetter. Es gibt Tage, da fällt jeder zweite Flug aus. Und manchmal bleiben Passagiere 2 Wochen hängen.
sagte er, Greenland hat zwar ein komfortables Monopol, aber jede Konkurrenz würde sich mit diesen Bedingungen schwer tun. Natürlich kommen wir gelegentlich an unsere Grenzen, vor allem im Winter bei Stürmen. Keine Sicht, rutschige Pisten, das sind eigentlich die Hauptpunkte. Aber der Job ist spannend. Diese King Air leistet sich der Staat für die medizinische Versorgung. Sie ist Tag für Tag im Einsatz. Der nächste Patient braucht eine besondere Trage. Aus fernen Gegenden werden Unfallpatienten oder Schwerkranke zur Behandlung nach Nuuk geflogen. So ein Einsatzflug kann viele Stunden dauern, vor allem wenn es quer durchs Land geht. Der Notfallservice kostet Grönland einige Millionen jedes Jahr. Aber es ist eben auch nur eine Maschine für eine riesige Fläche. Neben der Fischerei ist die Fliegerei das Rückgrat der grönländischen Wirtschaft. Schon heute ist das Flugzeug das wichtigste Transportmittel, um die verstreuten Siedlungen entlang der Küste zu erreichen. Es gibt keine Straßen über Land und nur wenige Schiffsverbindungen im Sommer. Auch der Klimawandel hat daran bisher nichts verändert. In weiten Teilen Grönlands leben die Menschen noch traditionell als Jäger, wie Tobias Ignatiussen in Tasiilaq, Ostgrönland. Jede Woche fährt er zur Jagd und schießt, was ihm vor die Flinte kommt. Sonst hätte seine Familie nichts zu essen. Das Jagen habe ich von meinem Vater gelernt und von meinen Brüdern. Sie leben nicht mehr. Seither jage ich allein. Wir ernähren uns das Jahr über von dem, was ich schieße oder fische. Bis jetzt hat es immer gereicht. Wir mussten noch nie hungern. Ich sorge für meine Familie. Tobias und seine Familie essen im Sommer Fleisch von Rentieren und Moschusochsen. Im Winter vor allem Narwal und Seehund. In Zentraleuropa gibt es die Jägergesellschaft seit der Steinzeit nicht mehr. In Grönland hat sie sich aufgrund des harten Klimas erhalten. Nur wenige Menschen mit besonderen Instinkten und Fähigkeiten konnten hier überleben. Moderne Transportmittel und Waffen helfen ihnen heute. Angst vor der Eisschmelze hat der Jäger nicht. Er hat gelernt, sich anzupassen. Tobias kann sich Motorschlitten und Außenborder leisten, weil er immer wieder zahlende Gäste hat. Sie lassen es sich etwas kosten, ihn bei seiner Arbeit begleiten zu dürfen und Einblicke in sein Leben zu bekommen. Wir können hier kein Gemüse anbauen. Es gibt nichts, was wir hier sonst essen könnten, außer dem, was uns die Natur gibt.
Und wir werfen nichts weg. Was wir nicht aufessen, lagern wir als Vorrat. Das meiste für den Winter. Für die, die sich ihr Essen nicht selbst schießen, gibt es in Tasiilaq Supermärkte. Aber holländische Gurken oder Tomaten heranzuschaffen, ist teuer und erfordert eine halbe Weltreise über viele Flughäfen inklusive Hubschrauber. Es ist heute schwer vorstellbar, dass diese Küsten eines Tages Wälder tragen, wo es doch heute in ganz Grönland keine Bäume gibt, bis auf wenige Zuchttannen. Im Sommer gibt es im Südwesten Grönlands allerdings schon wieder Ackerbau, wie zu Wikingerzeiten. Als sich vor gut 1000 Jahren die ersten Siedler hier niederließen, bekam das Land seinen Namen, der heute mit Grünland zu übersetzen wäre. Für die Menschen in Tasiilaq wäre es ein Traum, im Sommer Gemüse anbauen zu können, in einer Zeit nach dem Eis. Früher waren Schlittenhunde die wichtigsten Transportmittel in der Arktis und die Inuit züchten sie weiter aus Tradition. Wie früher leben Hunde vor dem Ort zum Schutz gegen Eisbären. Kein Inuit käme auf die Idee, seinen Hund ins Haus zu holen oder gar eine Hundehütte zu bauen. Auch das Streicheln ist verpönt. Josephine Carlsen streichelt. Sie ist Dänin und arbeitet als Lehrerin in Tasiilaq. Nach der Arbeit fährt sie mit ihrem Freund im Hundegespann. Es ist ihr Sport und ihr Hobby. Auch Nachwuchs hat sie schon eingestellt. Meine Welpen sind gut 4 Monate alt. Das ist ein gefährliches Alter wegen der anderen Hunde. Die können sie fressen. Wir haben 3 Junge und sie hatten mal 6 Brüder und Schwestern, aber die gibt es alle nicht mehr. Leider. Hoffentlich sind unsere Kleinen jetzt groß genug, um zu überleben. Schon bei Frischgeborenen zeigt sich, wer die richtigen Instinkte entwickelt. Nur eines der beiden schafft es aus eigener Kraft zum Bauch der Mutter. Das zweite Hundebaby bleibt zurück. Hundeschlitten gehören seit Jahrhunderten zur Tradition der Inuit. Doch so wie die Kutsche dem Automobil Platz machen musste, haben Inuit heute bei der Jagd kaum noch Verwendung für Hundeschlitten. Jedes Inuit-Kind lernt zwar, wie Hunde zu erziehen und Schlitten zu führen sind, aber es ist ein Freizeitvergnügen geworden, wie für die Fremden, die zum Arbeiten oder für einen Urlaub kommen. I'm from Denmark. Ich komme ja aus Dänemark und hier gibt es eine Menge sozialer Probleme. Aber die Leute sind nett und freundlich. Und die Natur ist großartig. Zweitausend Menschen leben in Tasiilaq. Es ist die größte Stadt im Osten Grönlands. Hinter den Fassaden der Häuser schlummern Wut und Depression. Erst seit kurzem wird darüber offen gesprochen und über die Ursachen,
wie Armut, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus. Viele Inuit scheinen mit dem Leben heute nicht klarzukommen. Aggression und Missbrauch sind an der Tagesordnung, genauso wie eine hohe Selbstmordrate. Vor allem junge Männer bringen sich um und können im Winter noch nicht mal beerdigt werden. Im Totenhaus neben der Kirche warten die Verstorbenen auf das Frühjahr, wenn der Boden am Friedhof wieder weich ist. Hier liegen ungezählte Opfer, die den Wandel von der Jägergesellschaft zur Moderne nicht verkraftet haben. Die Einsamkeit vor dem Fernseher. Die freundlichen Touristen, die Geld ohne Ende zu haben scheinen. Die fehlende Arbeit und kein Platz in der Gesellschaft. Die Sinnlosigkeit zu jagen, wo es doch Supermärkte gibt. Die Droge, Alkohol vielleicht. Oder die Sozialhilfe, die einen zum Bittsteller macht. Jede Familie in Grönland kennt den Schmerz unserer Probleme, der sich hinter den hohen Zahlen verbirgt. Ich meine sowohl die Selbstmorde wie auch die Gewalt gegen Frauen und Kinder. Das ist etwas, was wir beenden müssen, noch in dieser Generation. Sonst hat jede Familie 3-4 Erfahrungen damit. Wir müssen es jetzt stoppen. Für nicht mehr überlebensfähig. Indigene Völker sehen sich überall mit denselben Problemen konfrontiert. Bei den Indianern ebenso wie in Alaska. Auch in Nunavut sehen wir dieselben Probleme wie bei uns. Die Konflikte zwischen Tradition und Moderne. Welcher Weg ist der richtige? Ich hoffe, dass wir eine gute Mischung hinkriegen, dass wir unsere Werte behalten und uns am Ende verstehen. Eines Tages wird Grönlands Flagge wehen. Wir singen die Nationalhymne und die Nachrichten berichten von unserer Unabhängigkeit. Ich kann mir keinen schöneren Tag vorstellen und werde meinen Teil dazu beitragen. Der Klimawandel, den alle Welt beschwört und fürchtet, in Grönland sehen die meisten Inuit darin eine Chance, sich vom Schatten der fremden Entdecker und Händler zu befreien, von denen viele hier ihre letzte Ruhe fanden. Unabhängigkeit ist die Frage, wie wir in Zukunft in Grönland leben wollen. Es geht für mich auch darum, wie eigenständig wir auf der internationalen Bühne auftreten. In puncto Sicherheit und mit den militärischen Themen, die uns betreffen. Die letzte Bastion dänischer Souveränität in Grönland ist das Militär. Doch auch über die Außen- und Sicherheitspolitik will Grönland in Zukunft selbst entscheiden. Bisher genießt es, dank der Dänen, den Schutz der NATO. Und so schnell wollen sich die Dänen nicht verabschieden. The Danish-Greenlandic relationship
Die Beziehung zwischen Dänemark und Grönland reicht viele Jahrhunderte zurück. Es gibt kulturelle und historische Bindungen. Die Menschen haben untereinander geheiratet. Viele Grönländer leben in Dänemark und umgekehrt. Da kann man nicht einfach den Stöpsel aus der Wanne ziehen und das Unabhängigkeit nennen. Dänemark leistet sich Grönland, weil es für die Staatsräson wichtig ist. So hat es mehr Einfluss, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen, wo derzeit über die Territorien und Ressourcen der Arktis verhandelt wird. Die Dänen sehen eine Win-Win-Situation, wenn sie gemeinsam mit Grönland auftreten. Ich behaupte, die Grönländer finden keinen besseren Partner als Dänemark in der Welt. Und ich bezweifle sehr, dass eine Partnerschaft mit China oder einem anderen keinen Preis hätte. China beobachtet genau, was in der Arktis passiert. Und hat sich mit dem größten Botschaftsgebäude in Island schon mal einen guten Stützpunkt gesichert. Die chinesische Regierung hat keine Absicht, den USA Konkurrenz zu machen. Wir schauen uns alle Themen im Hinblick auf ihren Nutzen an und suchen eine gute Beziehung zu allen Ländern. Während sich die Mächte positionieren, erheben auch die Inuit ihre Stimme. Wie werden diese Kinder in Grönlands Hauptstadt Nuuk leben, wenn sie erwachsen sind? Unabhängig von Dänemark, aber abhängig von China? Auch in Kanada wollen die Inuit mehr Autonomie oder sogar einen Zusammenschluss mit anderen Inuit über Landesgrenzen hinweg. Wir waren schon ein Volk, ehe es Regierungen gab, deren Grenzen uns teilten. Wir sind und bleiben ein Inuit-Volk. Und wir kennen unsere besonderen Rechte. Die Inuit-Sprecherin ist befreundet mit der ehemaligen Ministerpräsidentin von Nunavut. Sie treffen sich am Wochenende in ihrem Zelt am Rande von Iqaluit, der Hauptstadt von Nunavut, hoch im Norden Kanadas. We will never completely lose. Wir werden niemals verleugnen, wer wir sind. What we are. Das ist undenkbar. It's not in the picture. Wir wollen ja mit unseren Regierungen zusammenarbeiten. Genauso mit den Unternehmen, die hierher kommen. Erkennt uns einfach an, arbeitet mit uns. Davon haben alle was, denke ich. Damit alle etwas davon haben, trifft sich einmal im Jahr in Reykjavik das Who is Who des hohen Nordens. Kirchenleute, Politiker und Wissenschaftler loten im Arctic Circle aus, was die Zukunft bringt. Das Davos der Arktis gewissermaßen. Auch hier ist China um Präsenz bemüht. Die chinesische Botschaft ist einer der Hauptsponsoren und ihr Sponsoring ist eine gute Nachricht für Olafur Grimson, den Gründer der Konferenz. Das Problem der Arktis entsteht nicht vor Ort, sondern in den Industrieländern. Ohne diese Ursache zu sehen, werden wir auf keinen gemeinsamen Nenner kommen für die Zukunft der Arktis. Seit 20 Jahren schwindet nun die Eismasse. Selbst Grönlands 100.000 Jahre alte Gletscher sind betroffen. Jede Sekunde gehen durch die Klimaerwärmung 10.000 Tonnen Eis verloren. Jede Sekunde. Aber nicht für jeden ist diese Entwicklung schlecht. Summers are getting longer. Die Sommer werden länger, die Natur wächst besser. I believe
Ich glaube ja, dass jetzt viele Vorhersagen unserer Vorfahren wahr werden. Es sind Prophezeiungen. Und ich glaube an sie. I guess it's their prophecy. And I believe this prophecy. Für die Bewohner der Arktis kündigt sich eine neue Welt nach dem Eis an. Mit Anschluss an die Segnungen der Zivilisation. Aber vor allem auch mit der Aussicht, selbstbestimmt und frei zu leben und dieses Leben auch finanzieren zu können. Was in der Arktis passiert, wird zum ersten Mal weltweit wahrgenommen. Die Auswirkungen der Arktis auf die restliche Welt, aber auch wie die restliche Welt die Arktis beeinflusst.